Mein Name ist Marco de la Huen. Ich bin ein chilenischer Sänger. Und ich bin hier in Deutschland seit 8 Jahren, weil ich habe ein deutsches, chilenisches Kind. Deswegen bin ich hier heute auch. Okay, dann habe ich gleich mal die erste Frage. Wie lange singst du schon? Ich bin mit 9 Jahren alt angefangen mit Singen. Okay, das ist schon sehr lang. Ja, und ich habe natürlich inzwischen auch ein bisschen Pause gemacht, weil ich hatte auch in Chile eine andere zu tun, eine Imkerei. Ja. Und ich habe um den Pferd und solche Sachen deswegen. Aber ich habe immer zwischen immer gesungen. Hm? Okay. Also dann auch so hobbymäßig dann? Auch. Ja, ja. Professionell und hobbymäßig auch. Ja, ja, ja. Das ist ja schön. Ich habe auch gesehen, dass du Gitarre spielst. Wie lange hast du das schon? Ja, ich habe selber gelernt. Autodidakten. Okay. Ja, ich kann keine Noten lesen, auch nur natürlich Akkorde von Gitarre. Aber ich habe selber gelernt. Deswegen ich bin keine sehr gute Gitarrist. Aber, okay, aber hat sich trotzdem alles sehr gut angehört. Danke, danke, danke. Und wie bist du allgemein zum Gesang gekommen? Also so selbst so aus Freizeitgründen oder hast du gesagt, ich möchte jetzt Sänger werden? War eine Konspiration. Okay. Weil wir sind eine große Familie, wir sind 5 Kinder und natürlich meine Eltern. Und wir haben immer gesungen, einfach Weihnachtslieder gesungen. Natürlich. Und haben wir ein Reisen mit meiner Familie gemacht und wir haben ein Lied gesungen. Und meine Mutter hat für alle meine Geschwister gesagt, ey, Heinz. Und dann am Ende war ich alleine. Und meine Mutter hat es gehört und gesagt, ah, mein Sohn kann singen. Hm? Ist ja auch schön, dass du das hören auch. Und mit 11 oder 12 Jahre alt, ich habe nicht gedacht, ah, ich mache als Karriere, nein, 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 ich wollte einfach singen und so ein Reiter sein. Okay. Sehr jung gespielt, einfach, das gefällt mir sehr. Und ich habe einfach gemacht und auch zwischen ein bisschen Theater, auch Tanz. Also auch im Prinzip Schauspielerfach geschafft? Ja, ja, ich habe meine Ausbildung auch als Schauspieler gemacht. Das hört sich echt nicht schlecht an. Und wie viele Auftritte hattest du bis jetzt so geschätzt? Ich habe vergessen. In dieser Zeit, meinst du von 9 Jahren bis 11? Ja, das ist halt so allgemein so größere Auftritte gehabt. Weiß es nicht. 400, 500 oder weiß es nicht, so ungefähr. Wir spielen regelmäßig auch 2, 3, 4 Mal in der Woche, ins Monat. Okay. Letztes Jahr zum Beispiel, ich habe eine. Meine dritte Mal in Russland, weil ich mache auch Tournee in Russland. Okay. Und haben wir zum Beispiel in 3 Tagen 4 Konzerte gemacht. Tak, 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 tak. Also komplett international und dann halt auch immer. Ja, ja. Okay. Und bereitest du dich speziell auf Auftritte vor oder machst du halt so immer so einen Grund? Also wenn du jetzt hast du dich jetzt hier dafür extra vorbereitet oder hast du immer so einen Grundvorbereitung, die du hast? Es gibt verschiedene natürlich Konzerte. Heute ist eine schöne Criollo-Party von Peru. Mhm. Deswegen ich mache heute ein bisschen mehr Folklore und ich spiele heute alleine. Normalerweise ich spiele mit Band oder Trio, Quartett. Aber ich habe verschiedene also Auftritte. Ja, genau. Also verschiedene Rockig. Programme. Ja, genau. Rockig zum Beispiel mit meiner Band, mit 7 Musiker, mehr Latin Pop Rock, als Trio oder Quartett mehr traditionelle. Und auch Balladen und solche Sachen, aber einfach viele, 3 oder 4 verschiedene Konzerte. Also okay, also so immer im Petto. Ja. Okay. Und verbindest du auch irgendwelche Musik mit dir selbst? Also so gewisse Lieder dann, die du singst, verbindest du die mit dir selbst? Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung. Also im Prinzip so, ob du so Lieder, die du dann selber singst, ob du die dann auch so mit dir selbst verbindest, zum Beispiel? Einfach natürlich, ich habe in Santiago de Chile gelebt, aber jedes Wochenende, ich war auf dem Land und dann, wenn ich habe meine Abi fertig gemacht und dann ich bin umgezogen in die Nähe von den anderen, in die Berge, ohne Strom, ohne Handy, einfach in Kontakt direkt mit der Natur. Deswegen, ich sehe hier dieses Tal. Und es gibt eine Verbindung mit meiner chilenischen Heimat. Immer mit Pferden in der Natur, mit dieser von
Aber das ist eine schöne Stinkerei. Stinkerei heißt es? Yeah. Von den Pferden oder von den Natur. Das, ja, tolle Verbindung. Natürlich war, wir haben mehr, ich habe in den Bergen mehr rustikal gelebt als hier. Mhm. Aber sowieso die Verbindung mit der Natur. Das ist einfach meine starke. Leben? Nein. Amore. Einfach gesagt, ah? Amore. Amore, ja genau, danke schön. Meine starke Liebe, diese Verbindung mit der Natur. Ich liebe die Natur. Also du hattest ja auch ein Pferd? Ich hatte viele Pferde, aber ich hatte eine besonderes, weil ich hatte auch mit einem deutschen Tourist gemacht, Expeditionen. Expeditionen, genau, danke, mit dem Pferde. Und ich hatte meine besondere Stute, sie war sehr groß und sie wollte immer das, die Erste sein. Deswegen. Ja. Aber nicht nur Pferde, auch Schweine, Ziegel. Ich hatte 170 Ziegel gehabt. Ja, viele verschiedene Tiere. Und ganz in der Natur, ganz viel. Nicht einfach also in der nahen Verbindung dann auch mit der Natur aufgewachsen und ja, gelebt ja. auch. Ja, das ist einfach. Schön für meine Lebenserfahrung. Ja, natürlich ist es immer eine Lebenserfahrung, wo ich sage, dass es gibt dann halt auch immer Momente, in denen man sich dann zurückversetzen kann und sich denkt halt so, das war schon schön. Ja. Also. Sowieso in Zukunft, ich fliege nach Chile zurück und ich bleibe in dieses, auf dem Land. Okay. Weil ich bin kein Mann von der Stadt, weißt du? Ich habe Probleme mit der Stadt für Leben. Natürlich, also es ist dann eher so in naher Zukunft oder? Ich weiß es nicht, weil das Leben einfach ist, kannst so viele Sachen programmieren, aber einfach passiert anders. Ich habe nicht gedacht, ich komme zum Beispiel nach Deutschland und ich bleibe hier. Ja, das ist wahrscheinlich ehrlich. Ich habe ein Kind hier und deswegen ich warte, bis der ist einfach genug erwachsen und ganz selbstständig. Also selbstständig. Und dann ich fliege zurück nach Chile zurück. Aber ich glaube, ich komme auch einmal im Jahr nach Deutschland. Für Freunde versuchen natürlich für meine Kinder. Natürlich hier auch das Kind und wahrscheinlich auch viele Freundschaften geknüpft. Viele, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Von allen Ländern. Ja, es ist natürlich wahrscheinlich auch so ein total riesigen Freundeskreis mit verschiedenen Nationalitäten und alles. Das ist geil. Super. Multikulturelle Freundschaft. Das kann ich mir vorstellen. Ja, russische, türkische, aus Afrika, Deutschland natürlich, Frankreich, Peru, Bolivien, Chile. Oh. Das ist geil. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist wahrscheinlich, egal wo man hinkommt auf der Welt, hat man immer jemanden, mit dem man reden kann. Genau. Das ist unglaublich. Möchtest du sonst noch was über dich sagen? So irgendwas? Was wollte ich sagen? Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben viele Sachen gemacht für Überleben und ich habe viel gelernt. Aber ich wollte einfach für dich zum Beispiel oder für dich auch als Kameramann, Ronaldito, du auch, dass mein guter Freund von unserem Team, der ist immer dabei, weil ich bin Rücken- Schultern operiert und ich kann keine Sachen tragen. Der ist immer dabei. Danke, Ronaldito. Ja, die Sache ist, alle Menschen müssen machen, was sie wollen, was sie einfach ein gutes Gefühl haben. Egal welche Richtung. Ich rede über Arbeit zum Beispiel. Okay. Weil viele Menschen sind unzufrieden mit seiner Arbeit. Ja. Und wenn sie unzufrieden sind, das macht Kinder unzufrieden, Kunden unzufrieden. Die Sache ist, das ist schön, wenn wir finden ein Ziel. Und mit Gefühl und mit Leidenschaft. So es geht, ich glaube, Erfolg kommt, wenn du machst einfach gerne eine Sache. Das ist einfach mein Kommentar. Also im Prinzip, wenn man sich selbst dieser Sache sicher ist und dass man sagt, ich mache das nicht dafür, dass ich mache das nicht für die anderen, sondern ich mache das für mich. Natürlich, wenn du machst für dich, dann machst du automatisch für andere auch. Genau. Weißt du, du bist zufrieden. Genau. Und dann du irradieren? Nee. Einfach du vorstellen oder nein. Deine Ausstrahlung. Kommst auch für andere Menschen, weißt du? Und das ist wahr. Ja. Und kann man dich irgendwo finden, also auf Facebook oder Twitter? Natürlich, bei Facebook, mit meinem Namen Marco de la Güen.
Auch in, auf YouTube. Wir auf haben, YouTube auch? Ja, gleich. Wir haben viele auch professionelles Video bei SBR. Mhm. Das, 2030 haben wir ein Konzert gemacht, auch von Selmusik Festival und auch von Russland. Mhm. Und auf YouTube Marco de la Bueno finde auch und auch in meiner Homepage www.marcodelabueno.de. Okay. Dankeschön. Danke dir, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Danke. Danke, Kameramann.